Das kann gleich jede Minute losgehen, Digga. Leo, wann ist vorbei jetzt, ne? Kommt's noch auf? Ja, seit einer Minute. Den sollen wir schon ziehen, oder? Nee, nicht, Digga, seid ihr blöd? Chillt noch, ihr sollt euch nur Joints holen. Hallo. Ich will da jetzt richtig Druck auf dem Kessel haben, ne? Wir haben jetzt viermal verloren, es ist scheißegal. Wir treten die jetzt einmal kaputt. Ein einziges Mal. Nutzt den Platz aus. Nutzt den Platz da einfach aus und dann rennen wir da nochmal einfach drüber. Es ist alles scheißegal, wir rennen da einfach drauf. So, habt ihr noch Bock? Ja! Yes! Ja! Schlachten, Schlachten. Ja, hier, die will ich echt gerne runterschießen. Ja, umbringen. Oder. Ey, einfach aggressiv auf die drauf. Ey, John, ja, ist. Lass fahren, bitte, du musst fahren. Ey, einer muss noch ein Heli kommen, ne? Ja, mit Hass. Da kann jemand den zweiten, den dritten Schaft da reparieren. Auf. Hallo, schieß ich? Keine Rap-Kids. Ey, Jungs, hört mich einer? Hallo. Kevin. Schieß ich? Ja, du schießt. Achso, der eine Schaft steht hier noch, der wird gerade durch. Ey, schieß ich immer noch? Nee, gleich nicht. Warte, jetzt. Ja, gut. So, Timo, kannst du vielleicht noch einmal sagen, wie die Mache das damals gemacht hat? Also einfach überrennen. Wir müssen einfach überrennen. Ja, den Platz ausnutzen und dann einfach drauf da. Druck auf den Kessel. Und man darf auch nicht nah beieinander stehen, ne? Sonst kriegt immer viele Leute. Breit. Ihr müsst den ganzen Platz ausnutzen, damit die uns nicht umfahren können. Es gibt bei denen immer ein Point of Center. Das ist da, wo der Hauptteil von denen auch aussteigt. Und den überrennen wir. Und um den herum steigt ihr drumherum aus und dann rennen wir einfach da drauf. Ja, und wenn ihr hintereinander lauft, schießt euch nicht in den Rücken. Passt da auf. Es ist wirklich nicht schwer eigentlich. Die fahren los Richtung Staatsbank. Fahren wir mit dem Draft da nicht mittendrin. Ja, jetzt war jetzt. Die fahren Richtung Staatsbank. Sind jetzt bei diesen zwei großen Gebäuden. Sind jetzt bei der Bar. Fahren links. Halten dort an. Die sind jetzt dort angehalten bei der Kreuzung. Wir lassen einmal ein bisschen ausrollen. Sind wir schon auf die ballern? Haben die auf euch geballert, Leo? Oder? Nein. Ja, ich verstehe nicht, warum Team nicht mehr beantwortet. So, kein Plan. Die fahren los. Ich bin jetzt beim Blitzer. Wir sind Marabari. Fahren runter. Benny laden. Lasa sind jetzt. Wir drehen einmal. Geradeaus weiter. Ja, hallo, bei mir im Auto schieße ich gerade? Richtung Stadt. Also Innenstadt. Ja, ne? Ja. Okay. Wir sind jetzt bei Arcadius Brücke. Sind hinterm roten Parkhaus jetzt. Die düsen weiter durch. Dort, wo man runterspringen kann vom roten Parkhaus sind jetzt. Fahren nach links Richtung Würfelpark. Fahren geradeaus Richtung Würfelpark weiter. Jetzt FRB Tower, also unten Baustelle dort. Fahren nach rechts Richtung Autohaus. Timo, wollen wir den nicht einfach entgegenfahren? Machen wir jetzt so. Fahren Richtung Norden, Richtung Life and Ladder. Schade. Jetzt Filmstudios. Das Ding ist, die werden halt nur da, weil die ohne ihren verdammten Heli nix machen, die Opfer. Ist halt geisteskrank. Fahren links. Fahren Richtung Parkdecks. Drehen um Richtung der Kirche. Eben Kickdown jetzt ein bisschen. Sind wieder dieses Parkhaus. Von rechts. Jetzt Golfclub anfangen gleich. Jetzt Life Invader, Kreuzung. Fahren geradeaus Richtung Ammunition. Bei der Bank. Jetzt sind sie beim Ammunition. Fahren hoch Richtung Friedhof. Dann sind jetzt Friedhofkreuzung. Fahren nach links. Richtung Friedhof, richtig. Fahren links. Fahren Richtung Tanke. Oh, das ist die Schneeweiß-Tanke, ne? Machen dort einen U-Turn. Fahren wieder Richtung dieses hier Boso Anwesen. Fahren runter. Fahren runter, Bosu Garage, wo das war, bei dem Laden sind jetzt. Fahren geradeaus, Kickdown, breit auf das Wasser. Und jetzt gleich wieder Ammunition. Sind jetzt von Ammunition. Fahren wieder nach oben, Richtung Ding Friedhof. Los, Kickdown. Drive by, einfach rein. Fahrt da rein, links hin, jetzt alle aussteigen, rennt da direkt drauf, keine Faxen. Ja, die stecken wieder ein. Keine Faxen, drauf rennen, halt da rein, die fahren die Straße runter, komm. Der Heli landet oben, direkt drauf rennen, jetzt! Mann, mach die fertig jetzt! Nimm die ganzen Waffen mit! Heute, rennt da jetzt drauf, Mann, keine Angst haben! Heute, drauf! Hä? Ding hat voll gebackt bei mir, Bruder. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Chat? Hat schon wieder voll gebackt bei mir, Bruder. Du musst auch ziehen, Bro. Aber wie denn? Bruder, ich bin open field. Wie soll ich denn da ziehen? Wenn ich da gezogen hätte, wäre ich tot. Komisch. Bruder, es kommt immer so vor, als wären die doppelt so viele, ne? Ich verstehe das nicht. Was machen die? Ich verstehe das nicht. Wo sind die Leute? Ich schwöre, ich... Guck mal, hier haben wir uns hingestellt. Auf einmal, hier ist aber keine... Also ich check das auch nicht. Ich check das wirklich nicht. Ich glaube nicht, alle sind mitgerannt. Die waren auch hinten. Das kann echt sein, weil, ne, hier drauf rennen, Bruder, wir waren 1, 2, 3, 4, 5 Leute. 5. 6. 6 Leute, weißt du, ich meine? Es liegen 7 Leute bei dir. Genau. Die haben auf den Call gehört, mit dem wir gehen da rein. Da ist ja klar, dass wir sterben, weißt du, ich meine? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 7 Leute. Komisch.
Gegen Hustlers haben wir keinen Fight gewonnen, nein. Aber es kommt echt immer... Das ist krass, ne? Es kommt halt so vor, als wäre das irgendwie 7 gegen 20. Wo sind die anderen, weißt du, meine? Ich frage mich halt, wo sind die anderen, Bruder? 5 Grafter, 2 Heli. Free Gents. Free Gents, Jungs. Free Gents. Du geile Sau, Digga. Free Gents. Ich habe immer Angst, dass Philly mich abknallt, Digga. So Matt. Guck mal, ich weiß halt nicht, wo die alle... Wo war denn der? Ich verstehe wirklich nicht, Chat. Der Caller verkackt ein bisschen, an Jungs sieht das nicht. Aber einfach halt es nicht sind und deswegen so mad sind und deswegen sowas schreiben. Oder selber scheiße im Schießen sind. Sowas schreibt man nicht, das ist unnötig, sowas zu schreiben. Das ist voll Kindergarten, das erinnert mich so ein bisschen an Grundschulzeiten. Das ist einfach entspannen. Alles für die Fußmatte. Wo kann ich am besten drauf? Die meisten sind kacke. Ach, ich spiele einfach gar kein GTA-RP. Alles. Ich glaube mir viel zu viel Film mittlerweile. Mach's nicht, vertrau mir. John immer Beef im Chat. Aber das ist halt Twitch. Das haben wir hier auf Kick gar nicht, ne? Also so gut, wirklich so gut wie gar nicht. Auf Twitch hast du immer Diskussionen und Leute sind blöd und bla. Das ist so krass. Nach jedem Fight John am Rechtfertigen und erklären, warum, wieso, weshalb, warum. Ja, dieser Blue Gogeta, das ist ja einer von Twitch. Da habe ich schon permanent gebannt hier im Chat, glaube ich. Ich glaube, da müssen wir Leute gebannt sein, ja. Was ich so auch nicht verstanden habe, Chat, dass da so viele, also hier war ja so die Mauer von Hustlers, ne, hier. Und trotzdem waren hier auch voll viele Autos von denen gewesen. Hab ich gecheckt. Egal, nächster Fight wird auch geil. Das bockt auch, Bruder, sagt ehrlich, das bockt. Ich glaube, die fahren einer besetzt. Ja, aber ich glaube, die Fahrzeuge sind auch begrenzt. Du kannst eh nicht unendlich Fahrzeuge mitnehmen. Weil ich verstanden habe, warum du und dein Mate auf einmal alleine gestanden, habe ich auch nicht verstanden. Unser Chat kennt durch Slots herbe Niederlagen. Das ist RP-Kumma nichts, das stimmt. Real Talk. Eins in den Chat, wer ist abgehärtet durch Slots? Abgehärtet, was soll ich sagen? Uns, Bruder, mich gar nichts mehr. Das ist das nicht das Roulette. Warten Sie mal ganz kurz. So. Wenn es wieder heißt All in Oberreihe. Ich muss Motorrad, bevor ich vergesse, Digga. Marvin, komm, wir fahren jetzt. Marvin, komm. Ich wäre nicht sauer, Vincent, ey. Ich hab Bock auf die Fights. Ich glaube, ich gewinne oder verliere. Klar, das Gewinn immer cooler. Ich bin doch immer nicht im Koma-Chat, was ist das denn? Oder wurde ich stabilisiert oder was? Völlig geisteskrank. Ron, einfach ein Macher. Oder der stabilisiert mich einfach. Idiot! Wieso stabilisiert er mich? Was ist mit ihm? Darf man das? Hat er nicht? Ah, okay, gut. Sehr gut, Chad. Hallo? Sind Sie das Asozialstaxi auf der Insel? Wie? Was bin ich? Nein, ob das hier ein. Ob Sie mich irgendwo hinfahren können, Sir. Ja, ich kann nicht hinfahren. Warten Sie kurz. Hier hin. 1 Kilometer. Wo wollen Sie hin? Hinter uns, Sir. Hinter uns. Ich hab schon markiert. Ich hab markiert. Okay. Schauen Sie auf Ihre Karte, da ist so ein grüner. Aber wir sind jetzt so schnell. Wir sind hier auf Felgen, wa? Ja, Bruder. Easy. Easy peasy. Felgen ohne Felgen. Das ist alles das Gleiche. Ist ja egal. Mit Gummi, ne? Ohne Gummi. Mit ohne ist man besser. Wer sind Sie denn, der Herr? Mein Name ist Lord Kevin Hilton. Lord Kevin Hilton? Wer sind Sie denn, Sir? Von Malik Gucci. Ah, schön. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich finde, Sie machen sehr schöne für die 60s. Wunderschön, Sir. Wunderschön. Sieht gut aus, ne? Sehr elegant. Bin ich auch jeden Tag am Lernen für. Und Sie hin? Scheiße, Alter. Parkiert. Ich hatte das Gefühl, Sir, hier wären noch Fahrzeuge. Solche, ist das Ihr Auto? Nö, hab ich eben geklaut. Achso, gut, dann können wir sich reparieren, ne? Scheiße. Lass mich überlegen. Wo müssen Sie denn hin, Sir? Ich muss nirgendwo hin, so. Dann wäre super, wenn Sie da hinfahren könnten. Das ist ein bisschen weiter weg. 2-3 Kilometer sogar schon. Bis dahin schaffen wir das. Nice. Wie lange sind Sie schon auf der Insel, Sir? Schon seit 2 Monaten, 3 vielleicht. Ja, okay. Was machen Sie so? Eigentlich wollte ich in eine Familie, aber hat nicht so geklappt mit der einen letzten. Die gibt's nämlich nicht mehr. Oh, wo waren Sie denn gewesen? Ich habe diesen Tag, wo ich invited werden sollte, in die HOH. Achso, und dann wurde alles geschlossen da, ne? Genau, da wurde der Schuppen geschlossen. Ja, schade. Was sind so jetzt Ihre Aussichten? Ich weiß nichts, noch nichts, weil es gibt keine Familie, die interessant für mich ist. Ja, kann ich verstehen. Weil ich muss halt, ne, da sein. Wo es halt gut läuft, weißt du? Sie sind jemand, der gerne sich ins gemachte Nest setzt, Sir. Aber vielleicht sollten Sie Ihr Mindset ändern, indem Sie sich in ein unfertiges Nest setzen und das Nest fertig machen. Ja, dann kommen immer so Helden und sagen dann, ich muss Maske ausziehen oder warum pittest du dies und das, weißt du, ich hasse mich nicht gerne unterdrücken. Ah, ich verstehe schon, Sie wollen ja Ruhe haben. Genau, weil ich unterdrücke auch niemanden, also warum sollte das bei mir mal sein? Ich finde, unterdrückt werden nicht schlimm, Sir, sag ich Ihnen ehrlich. Mit dem richtigen Mindset, Sir, finden Sie es auch nicht schlimm, unterdrückt zu werden. Stellen Sie vor, Sie haben, Vielleicht werden Sie ja mein Mentor. Das ist schwierig, Sir. Denn um so ein Mindset zu haben, muss man Millions auf dem Konto haben. Und eine Rolex tragen bestimmt, oder? Sir, also ich weiß nicht. Am besten noch ein Lambo fahren, sag ich Ihnen ehrlich. Am besten noch ein Lambo fahren. Dann ist eine geile Freundin. Dann ist nämlich alles scheißegal, Sir. Ciao, ciao. Ey, ich wünsche Ihnen nur das Beste, Sir. Sehr sympathisch. Ich Ihnen auch. Ciao, ciao. Bester Mann.
mein Drip ist viel zu hart, genauso wie bei Gunner. Ich zieh am Tanga, ja die kleine hat